Das Zaubergeweih. Es waren einmal zwei Brüder, deren Vater starb. Die erbten von ihm Zauberdinge, die ihm einst eine befreundete Fee geschenkt hatte. Das war ein Mantel, der höher stieg als die Wolken und einen mit Windeseile an den gewünschten Ort brachte. Und ein Tischtuch, welches ihm nun alle Gerichte und Liköre, die man sich nur wünschte, auftischte. Dazu zwei Börsen, von denen jede immer 50 Taler enthielt. Die Brüder teilten sich die Erbschaft und der Älteste nahm als seinen Teil den Mantel, der durch die Luft flog. Er machte viele Reisen und besuchte in kurzer Zeit viele Länder, wo es ihm an nichts fehlte, weil er ja immer 50 Taler in der Tasche hatte. Der, dem das Zaubertischtuch zufiel, blieb im Lande und heiratete. Seine Frau, die geizig und habsüchtig war, wusste, dass ihr Schwager einen Mantel besaß, der einen dorthin brachte, wohin man wollte, und so fasste sie den Plan, diesen Mantel auch zu bekommen. Eines Tages, als ihr Mann nicht zu Hause war und sie sich mit ihrem Schwager allein befand, begann sie mit ihm über seine Reisen zu reden. »Ja, ihr habt wirklich Glück«, sagte sie zu ihm. »Dank eurem Mantel könnt ihr ohne Mühe die Welt sehen, während ich zu Hause bleiben muss. Na, ihr solltet mich einmal mitnehmen und mir Länder zeigen, die ich nicht kenne.« »Oh, wenn's euch ein Vergnügen macht, liebe Schwägerin, nichts ist leichter als das. Und wenn ihr Lust habt, werde ich euch gleich heute an den Ort bringen, den ihr euch wünscht.« »Gut. Da ihr so freundlich seid, würde ich gern das Land besuchen, das 10 Meilen jenseits des Roten Meeres liegt.« Er nahm seine Schwägerin bei der Hand, hieß sie sich neben ihn auf den Mantel setzen und sprach die Zauberworte, die ihn wie einen Vogel fliegen ließen. Die Frau hörte aufmerksam zu und prägte sich die Worte genau ein. Der Mantel erhob sich vom Erdboden und stieg über die Wolken so hoch, dass die größten Städte nicht ansehnlicher erschienen als kleine Dörfer und die höchsten Berge glichen Maulwurfshügeln. Und die Schiffe, die auf dem Meer kreuzten, sahen aus wie Nussschalen. In kurzer Zeit gelangten sie an den Ort, den die Frau sich gewünscht hatte. Und der Mantel setzte sich ganz sanft auf den Boden. Sie befanden sich inmitten einer großen Ebene. Ganz in der Ferne gewahrte man eine ziemlich ausgedehnte Stadt. Die Bäume waren von seltsamer Gestalt und der Erdboden war mit wunderschönen Blumen übersät. Nie hätte die Frau geglaubt, dass es so etwas gäbe. »Bruder«, sagt sie, »welch schönes Land! Und diese Blumen in so strahlenden Farben! Würdet ihr wohl so liebenswürdig sein, mir einen Strauß zu pflücken, zum Andenken an meine Reise?« Sie blieb auf dem Mantel sitzen, und während ihr Schwager sich vertrauensvoll entfernte und damit beschäftigt war, die schönsten Blumen für sie zu suchen, sprach sie die Zauberworte, und sofort erhob sich der Mantel in die Lüfte und trug sie in wenigen Augenblicken an den Ort, von dem sie gekommen war. Als der Unglückliche die falsche Frau verschwinden sah, die ihn um seinen Mantel brachte und ihn so ganz allein und hilflos zurückließ, war er untröstlich. »Ach«, sagte er zu sich selbst, »jetzt werde ich wohl weder meinen Bruder, noch meine Freunde, noch meine Heimat wiedersehen. Und vielleicht werde ich gezwungen sein, meine Tage hier zu beenden, vorausgesetzt, dass die Bewohner dieses Landes mein Leben schonen.« Indessen fasste er wieder ein wenig Mut beim Gedanken daran, dass er ja noch die Börse besaß, die immer 50 Taler enthielt, und so machte er sich auf den Weg in die Stadt, die er in der Ferne liegen sah. Es war eine große, weite Stadt, von hohen Mauern umgeben, auch sah man Tore mit Wachtürmen darüber. Doch als er näher kam, sah er niemanden, der die Stadt bewachte, und in den Straßen begegnete ihm kein Bewohner. Er ging in die Häuser hinein, da waren Tische mit Tellern und Gläsern gedeckt, aber es stand nichts zu essen und zu trinken darauf. Nachdem er mehrere Häuser besucht hatte, ohne einen Menschen noch irgendwelche Nahrung zu finden, gewahrte er einen schönen Garten, in dem hohe Bäume wuchsen, die ganz mit Früchten bedeckt waren.
Er brauchte nur eine Tür aufzustoßen, um in den Garten hineinzukommen, und so pflückte er einen Apfel, der reif zu sein schien, schnitt ihn in Stücke und begann, ihn mit Appetit zu essen, denn er hatte seit dem Morgen nichts zu sich genommen. Sofort beschwerte sich sein Kopf mit zwei Hörnern von einem solchen Ausmaß, dass sie bald den ganzen Garten mit ihren Sprossen bedeckten. »Ach«, sagte er, »es wird mit Recht behauptet, dass ein Unglück selten allein kommt. Heute Morgen war ich unbesorgt und im Besitz eines Mantels, der seinesgleichen nicht in der Welt hat. Den habe ich verloren. Und um das Unglück vollzumachen, ist jetzt mein Kopf mit einem so schweren Geweih beladen, dass ich das ja kaum zu tragen vermag. Ah, wie sehr bedarf ich jetzt der Hilfe der wohltätigen Fee, die die Freundin meines Vaters war.« Als er diese Worte gesprochen hatte, sah er eine schöne Dame erscheinen. Die war gekleidet wie eine Prinzessin, und er flehte sie an, Mitleid mit ihm zu haben. Sie tröstete ihn mit sanften Worten. Dann gab sie ihm Äpfel einer anderen Art zu essen, die sie im Garten pflückte, und alsbald wurde er von der Last befreit, die sein Haupt beschwerte. Sie gab ihm ein Dutzend Äpfel von jeder Sorte und verschwand, nachdem sie ihm gezeigt hatte, wie er in seine Heimat zurückkehren könne. Er war mehrere Jahre unterwegs, und als er schließlich den Ort erreichte, in dem das Haus seines Bruders stand, war er so verändert, dass selbst seine Freunde ihn nicht mehr erkannten. Er legte Kaufmannskleider an und bot seiner Schwägerin Äpfel zum Verkauf, die, wie er sagte, aus einem fernen Land kämen und ganz hervorragend schmeckten. Die Frau kaufte 6 Stück davon. Als sie sich mit ihrem Mann zu Tisch setzte, erzählte sie ihm von ihrem Einkauf und nahm einen Apfel, von dem sie 2 Stücke aß. Sofort wuchsen ihr Hörner von solchem Ausmaß, dass sie die Decke berührten. Und als der Mann diesen Spuk erblickte, war er so entsetzt, dass er das Bewusstsein verlor. Und als er wieder zu sich kam, versuchte er, seine Frau von dem lästigen Geweih zu befreien, das ihr Haupt beschwerte. Handwerker kamen und begannen, die Hörner abzuschlagen und abzusägen, aber die wurden dadurch nicht geringer. Sobald ein Stück abgeschlagen war, wuchs es sofort wieder nach. Und doch ließen sich die Handwerker keine Mühe verdrießen, da man ja ganze 10 Karren mit abgeschlagenen Geweihstücken beladen konnte. Nachdem eine Zeit vergangen war, kehrte der ursprüngliche Besitzer des Mantels, der fortgezogen war, ins Land zurück und gab sich für einen Arzt aus fremden Landen aus. Jedermann erzählte ihm von dem erstaunlichen Abenteuer der Frau, in welcher plötzlich Hörner gewachsen waren. Und er ließ sich zu ihr führen und sagte, dass er sie vielleicht von dem Zauber erlösen könne, der sie so sehr behinderte. Er bat, man möge ihn mit ihr allein lassen, und dann sagte er ihr, er wisse mittels seiner Kunst, dass sie einen Mantel besitze, der durch die Luft fliege, und dass er sie nur dann heilen würde, wenn er diesen Mantel bekäme. Als er ihn in seinem Besitz hatte, schnitt er ein Apfelstück ab, sprach einige Worte und gab es ihr zu essen. Sofort verschwand eines der Hörner. Um auch das andere verschwinden zu lassen, verlangte er das Zaubertischtuch, welches die Frau nach langem Zögern schließlich herausgab. Jetzt gab er ihr ein 2. Apfelstück zu essen, und alsbald verschwand die andere Hälfte des Geweihs. Er stellte sich auf den wiedergewonnenen Mantel und sagte, »Du böses Weib, ich bin dein Schwager, den du 10 Meilen jenseits des Roten Meeres verlassen hast, um dir meine Erbschaft anzueignen. Jetzt hast du weder den Mantel, der über die Wolken emporträgt, noch das Tischtuch, welches alles verschafft, was man zu essen wünscht. Ich habe, um dich zu bestrafen, auf deinem Haupt das furchtbare Geweih wachsen lassen, wovon du soeben befreit worden bist. Und ich verlasse dich gerecht, denn ich weiß, dass du dein Leben lang bedauern wirst, was dir durch deinen Geiz genommen wurde.« Nachdem er diese Worte gesprochen hatte, verschwand er mit dem Mantel
und dem Tischtuch und wurde nie wieder gesehen.